Kinderclub stellt vor. Das Malbuch. Traktoren Teil 1. Der kleine Traktor. Rot. Dunkelgrau. Grau. Schwarz. Gelb, hellblau, orange, grün. Der kleine Traktor arbeitet im Garten. Im Sommer kann er pflügen oder Rasen mähen und im Winter kann er mit einem Schneepflug Schnee räumen. Das ist sehr praktisch. Der Universaltraktor mit großen Hinterrädern. Blau. Grau. Dunkelgrau. Schwarz. Hellblau. Grün. Braun. Der Traktor mit großen Hinterrädern kann pflügen, Weizen säen und einen Anhänger mit Kartoffeln ziehen. Er kann genauso gut auf dem Acker wie auf der Straße fahren. Der große Universaltraktor. Grün. Grau. Dunkelgrau. Schwarz. Hellblau. Braun. Dieser große und starke Traktor ist für die Arbeit auf dem Acker. Er pflügt gerade den Boden für Kartoffeln. Und wenn die Kartoffel reif ist, kommt er und erntet sie. Das Malbuch. Traktoren Teil 1.
Teil 2. Der gelbe Riesentraktor. Braun. Grün. Hellblau. Gelb. Schwarz. Dunkelgrau. Grau. Das ist der stärkste Riesentraktor für die Arbeit auf dem Feld. Er ist sehr stark und groß und ist immer bereit, allen, die im Schlamm feststecken, zur Hilfe zu kommen. Schau! Der große Raupenschlepper. Braun. Grün. Hellblau. Blau. Grau. Dunkelgrau. Schwarz. Und was macht man, wenn selbst der große Riesentraktor stecken bleibt? Der große Raupenschlepper kann ihn retten. Anstatt Rädern hat er ein großes Raupenfahrwerk aus Stahl, mit dem er niemals stecken bleibt. Sowas. Der Stammholzschlepper. Braun. Grün. Hellblau. Grau. Schwarz. Rot. Das ist ein Stammholzschlepper. Er packt ganze Stapel Baumstämme und bringt sie aus dem Wald, damit ein Lastkraftwagen sie zur Möbelfabrik bringen kann. Schau mal!
Das Malbuch. Traktoren, Teil 3. Der Frontlader. Orange. Grau. Schwarz. Beige. Hellblau. Der Frontlader ist ein besonderer Traktor mit einem großen und breiten Baggerlöffel. Er schiebt ihn vor sich, um ihn mit Sand zu füllen. Schau mal! Der Traktor mit großen Hinterrädern und mit der Ladefläche vorne. Rot. Orange. Grau. Schwarz. Gelb. Braun. Dieser Traktor hat vorne eine Ladefläche. Das ist sehr praktisch, wenn man zum Beispiel ein paar Kartoffelsäcke transportieren muss. Ein gewöhnlicher Lastwagen bleibt auf dem Feld stecken, dieser Traktor aber nicht. Der Bagger mit einer Raupenkette aus Gummi. Dunkelgrau. Gelb. Braun. Grau. Hellblau. Schau mal, was für ein besonderer Bagger. Er baut Straßen. Seine Raupenketten sind nicht aus Metall, sondern aus Gummi. Er kann damit auf dem Asphalt fahren, ohne ihn kaputt zu machen. Das Malbuch. Ungewöhnliche Traktoren. Der Schürfzug. Hellblau. Braun. Beige. Grün. Lila. Orange. Schwarz.
Dunkelgrau. Das ist ein Schürfzug. Er trägt die Erde ab und begradigt so den Boden, damit man eine Straße bauen kann. Sieh mal! Der Schürfzug lässt den Motor an, fährt los, senkt den Schürfkübel und trägt die obere Erdschicht ab. Na sowas! Der Kübel füllt sich mit Erde immer mehr und mehr. Er kommt nicht mehr vorwärts, so schwer ist der Kübel. Was jetzt? Ein Bagger kommt zur Hilfe. Er schiebt den Schürfzug. Endlich ist der Schürfkübel voll. Jetzt kann man die Erde wegbewegen. Danke dir, Bagger. Die Vibrationswalze. Lila. Braun. Beige. Hellblau. Grün. Gelb. Grau. Schwarz. Das ist eine Vibrationswalze. Guck mal, hinten hat sie ganz normale Luftreifen und vorne eine große Walze aus Metall mit einer speziellen Vibrationsmotor im Inneren. Die Vibrationswalze macht den Boden ganz dicht und gerade, damit man die Straße mit Asphalt bedecken kann. Sieh mal, es scheint, dass diese Stelle noch einmal befahren werden muss. Der Fahrer setzt den Rückwärtsgang ein, fährt zurück und wieder vorwärts. Super! Der Grabenbagger. Hellblau. Braun. Beige. Grün. Gelb. Blau. Schwarz. Grau. Dunkelgrau. Der Grabenbagger macht schmale Gräben für Kabel oder Wasserleitungen. Der Fahrer lässt den Motor an und schaltet die große Säge ein. Die Sägezähne laufen ganz schnell. Nun senkt der Fahrer die Säge und sie beginnt einen geraden, schmalen und tiefen Graben zu ziehen. Das ist genau das Richtige.
Das Malbuch. Traktorenanhänger Teil 1. Sieh mal, ein Traktor steht im Feld. Damit unser Bild schöner wird, müssen wir es ausmalen. Lasst uns das zusammen machen. Blau. Grau. Dunkelgrau. Schwarz. Grün. Hellblau. Braun. Der Traktor hat heute viel zu tun. Er muss auf diesem Feld Kartoffeln anbauen. Doch ohne spezielle Anhänger kann er nichts machen. Die Anhänger können vorne oder hinten angekoppelt werden. Und jeder Anhänger hat seinen eigenen Zweck. Wow, schau dir mal den großen Baumstumpf an. Da können wir keine Kartoffeln anbauen. Aber es ist sehr schwer, den Baumstumpf nur mit Hilfe einer Schaufel zu entfernen. Wir brauchen dafür eine spezielle Vorrichtung. Schau mal, das ist ein Baumstumpfentferner. Lass uns ihn auch ausmalen. Rot. Dunkelgrau. Grau. Und hier ist schon unser Traktor. Ganz vorsichtig fährt er rückwärts an den Anhänger. Jetzt hält er an. Der Fahrer steigt aus. Koppelt den Anhänger an den Traktor. Fertig. Jetzt an die Arbeit. Das ist der Baumstumpf. Der Traktor kommt näher, hebt den Bohreinsatz an, schaltet ihn ein und senkt ihn langsam auf den Baumstumpf. Guck mal! Der Bohrer dreht sich und macht aus dem Baumstumpf einen Haufen Holzspäne. Mit diesem Anhänger braucht man den Baumstumpf nicht mehr auszugraben. Holzspäne verrotten schnell und düngen dabei auch noch die Erde. Und jetzt? Wir können immer noch keine Kartoffeln anbauen. Wir müssen erstmal das Feld pflügen. Dafür brauchen wir einen anderen Anhänger. Schau mal, das ist ein Pflug. Er hat einen robusten Rahmen aus Metall, Rädern und eine Zahnung. Malen wir ihn auch aus. Rot. Schwarz. Der Pflug ist fertig. Mit seiner Hilfe kann der Traktor das ganze Feld pflügen. Da ist er schon. Der Traktorfahrer fährt langsam rückwärts an den Pflug heran und steigt aus, um den Pflug an den Traktor anzukoppeln. Fertig! Jetzt kann es losgehen. Vorsichtig senkt der Traktor den Pflug. Die Zähne bohren sich in die Erde und drehen die obere Schicht mit dem Gras um. Super! Fertig! Das Feld ist gepflügt. Die Erde ist nun weich und locker. Das ist genau das, was wir brauchen. Aber damit die Kartoffeln groß und gesund werden, muss das ganze Feld gedüngt werden. Sieh mal! Das ist ein spezieller Anhänger. Er verteilt Dünger. Er kommt gleich zum Einsatz, nachdem wir ihn ausmalen. Grün. Schwarz, grau, dunkelgrau,
Der Traktor fährt rückwärts an den Anhänger heran und der Traktorfahrer koppelt ihn an. Gut gemacht. Aber wie können wir das Feld düngen, wenn der Behälter leer ist? Was sollen wir tun? Ah, sieh mal da! Der Frontlader hat eine große Ladung Dünger gebracht und füllt damit den Behälter. Fertig! Der Dünger ist geladen. Nun können wir das Feld düngen. Der Fahrer schaltet den Verteiler ein und fährt langsam los. Toll! So, das Feld ist gedüngt. Jetzt können wir die Kartoffeln anbauen. Und wir brauchen einen anderen Anhänger. Wisst ihr welchen? Das ist genau, was wir brauchen. Eine Kartoffellegemaschine. Lass uns sie ausmalen. Orange. Gelb. Schwarz. Die Kartoffellegemaschine ist einsatzbereit. Aber was setzt unsere Kartoffellegemaschine in die Erde? Wir brauchen doch Kartoffeln. Wer bringt sie uns? Wow, schau mal. Was hat der Traktor da auf seiner Ladefläche? Etwa Kartoffelsäcke? Ja, genau. Lass uns den Behälter der Kartoffellegemaschine mit Kartoffeln füllen. Fertig. Jetzt kann die Kartoffel endlich angebaut werden. Der Traktor fährt über das Feld und setzt die Kartoffeln in die frisch gepflügte Erde. Das ist toll, nicht wahr? Bald werden die gesetzten Kartoffeln keimen und wir werden andere Anhänger brauchen, um die Pflanzen vor Schädlingen zu schützen, um sie zu gießen, falls es keinen Regen gibt und um sie schließlich zu ernten. Das und vieles mehr werde ich euch in weiteren Folgen des Malbuchs erzählen. Tschüss! Das Malbuch. Traktoren, die im Wald arbeiten. Der Holzvollernter. Rot. Dunkelgrau. Blau, schwarz, gelb, grau, hellblau, grün, braun. Dieser Traktor fällt die Bäume im Wald. Er heißt Holzvollernter. Er hat große geländegängige Räder, einen sehr starken Motor und einen Kranarm mit einer Greifer und einer Säge. Sieh mal, der Holzvollernter fährt ran an den Baum, greift ihn ganz unten und sägt ihn ab. Jetzt befreit er den Baumstamm von den Ästen und schneidet ihn in gleich lange Stücke. So. Fertig. Der Baum ist gefällt.
befreit von den Ästen und ist bereit für den Transport zum Werk. Der Forwarder. Hellblau. Braun. Grün. Dunkelgrau. Gelb. Grau. Schwarz. Das ist der Traktor, der gefällte Bäume aus dem Wald transportiert. Er heißt Forwarder. Er hat einen großen Transportkorb und einen langen Arm mit einem speziellen Greifer am Ende. Schau! Der Traktor fährt an den Haufen gefällter Bäume heran. Er greift mehrere davon mit einem seiner Greifer, hebt sie hoch und legt sie in seinem Transportkorb ab. Das macht er auch mit den restlichen Baumstämmen. Fertig! Aber im Transportkorb ist ja noch viel Platz. Jetzt geht es zum nächsten Haufen Baumstämmen. Schau mal, dort rechts arbeitet der Holzfällernter. Der Erdbohrer. Hellblau. Braun. Grün. Dunkelgrau. Blau. Grau. Schwarz. Rot. Damit es aber nicht immer weniger und weniger Bäume auf der Erde werden, muss man anstelle gefällter Bäume neue Bäume pflanzen. Dafür brauchen wir den Erdbohrer. Hier ist er. Sieh mal. Der Traktor findet einen Platz, wo ein Baum gepflanzt werden kann. Er hält an, senkt den Bohrer ab und lässt ihn ein rundes Loch in der Erde bohren. Jetzt wird ein kleiner Baum mit Wurzeln in das Loch eingepflanzt. Fertig. Und es geht weiter. Das Malbuch Außergewöhnliche Traktoren, Teil 2. Schaut mal, Kinder, was für ein ungewöhnlicher Traktor. Wollt ihr wissen, was er kann? Ja! Gut, aber lasst uns ihn zuerst ausmalen. Gelb. Grau. Schwarz. Orange. Hellblau. Grün. Braun. Das ist ein spezieller Traktor, der Eisenbahnwaggons rangieren kann. Er arbeitet auf dem Rangierbahnhof. Interessant! Was macht man, wenn ein Waggon von einem Zug abgehängt und an einen anderen angehängt werden muss? Dann ruft man diesen speziellen Traktor.
Anders als die Lok kann dieser Traktor sowohl auf den Gleisen fahren als auch auf der Straße. Praktisch, oder? Ja, sehr praktisch. Der Traktor fährt an den Waggon ran, stellt sich auf das Gleis, fährt seine speziellen Metallräder aus, die gleichen wie bei dem Waggon, nur kleiner. Diese Räder halten den Traktor auf dem Gleis ganz gut fest. Er fährt rückwärts, bis der Waggon angekoppelt werden kann. Super! Nun schließt man ein Schloss auf, um den Waggon vom Zug abzukoppeln und bringt ein anderes Schloss an, damit sich der Waggon nicht zufällig löst. Fertig! Jetzt kann der Waggon vom Zug abgetrennt werden. Aber vorher muss das zweite Schloss gesichert werden. Jetzt kann es losgehen. Auf dem Nachbarglas steht der andere Zug, an den dieser Waggon angehängt werden muss. Aber wie gelangt unser Traktor auf das Nachbargleis? Das ist leicht. Dafür gibt es eine spezielle Vorrichtung, die Weiche heißt. Die Weiche verbindet Gleise miteinander. Der Fahrer spricht mit dem Fahrdienstleiter und bittet ihn, die Weiche umzustellen. Und schon ist die Weiche umgestellt. Jetzt kann der Traktor das Gleis wechseln und den Waggon an den richtigen Zug ankoppeln. Gut gemacht! Vorsichtig fährt der Traktor rückwärts an den Zug ran. Jawohl! Nun muss der Fahrer nur noch die Kupplung schließen, damit der Wagen sich nicht löst. Fertig, es kann losgehen. Der Traktor ist so stark, dass er auf einmal mehrere Waggons ziehen kann. Wollen wir sie zählen? Ja! 1, 2, 3, 4, 5. Richtig, es sind 5 Waggons. Und jetzt wird der Traktor diese 5 Waggons an den anderen Zug anhängen. Tschüss, Traktor! Gute Fahrt! Und das ist der Traktor Mulcher. Was ist denn das? Malen wir ihn aus und dann erzähle ich euch etwas über ihn. Okay. Grau. Rot. Blau, dunkelgrau, schwarz, orange, beige, hellblau, braun. Wie schön! Ja, das habt ihr gut gemacht. Was macht man, wenn ein Grundstück total mit hohem Gras und dickem Gebüsch verwachsen ist? Auf einem solchen Grundstück kann man nichts bauen und nichts anbauen. Es muss zuerst von dem Gewächs befreit werden. Uns hilft der Traktor Mulcher. Er hat vorne eine Vorrichtung zum Zerkleinern von so einem Gewächs.
Der Traktor sägt, schneidet und zermahlt alles, was unter seine Riesenmesser kommt. Fertig. Das Grundstück ist frei. Jetzt kann man es pflügen und zum Beispiel Mais anbauen. Schaut mal, das ist der Metallverlader. Habt ihr so etwas schon gesehen? Nein. Lasst uns ihn ausmalen. Dann können wir sehen, was er kann. Ja. Blau. Rosa. Schwarz, orange, beige, hellblau, grau. So sieht das Bild besser aus, nicht wahr? Ja, viel besser. Da kommt der Fahrer. Er steigt in die Kabine und lässt den Motor an. Seht ihr, was dieser Traktor für einen Arm hat? Das ist ein spezieller Greifer. Damit kann er große Metallteile greifen und sie in den Zerkleinerer hineinschmeißen. Guckt mal, zuerst fährt der Traktor spezielle Stützen aus. Damit wird er ganz stabil. Dann macht er den Greifer auf und holt die Karosserie eines alten Autos. Das fällt ihm gar nicht schwer. Super! Jetzt lässt er das alte Auto in den Metallzerkleinerer fallen. Aber damit der Fahrer besser sehen kann und das große Metallstück nicht daneben schmeißt, fährt er die Kabine hoch. So ist es viel besser. Nun kann der Fahrer den Greifer wieder aufmachen und die alte Karosserie landet im Zerkleinerer. Oh nein, stopp, stopp! Keine Sorge, das zerkleinerte Metall bringt man in die Fabrik, wo es zu einer neuen Autokarosserie umgeschmolzen wird. Ein neues Auto ist doch viel besser als ein altes, oder?